Hallo ihr Lieben, heute bin ich bei der lieben Susi Delmar. Hallo, schön, dass du da bist und schön, dass du Zeit für uns hast. Hi, schön, dass du da bist. Und ja, ich bin heute bei der Susi ja natürlich nicht ohne Grund, sondern wir möchten heute einen Tag für euch machen. Und zwar den Bookflower Tag. Und ich werde der lieben Susi die Fragen stellen. Und ich glaube, Susi ist auch ganz gut vorbereitet und hat sich die Bücher dazu auch schon rausgesucht. Das heißt, ja, ich habe Bücher rausgesucht. Ich bin bestens vorbereitet heute für den Tag. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Tag an. Ich werde die Fragen immer vorlesen. Und Susi wird uns dann natürlich die Bücher immer vorstellen und zeigen, was sie halt rausgesucht hat zu den entsprechenden Aufgaben. Und ja, ich hoffe, es sind ein paar schöne Bücher dabei. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns loslegen und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Video. Wie der Name des Tags Bookflowers auch schon sagt, ist dieser Tag in Blumen untergliedert und zu jeder Blume gibt es eine passende Aufgabe. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, Susi hat diesen Tag noch gar nicht gemacht und ist bisher auch noch nicht getaggt worden zu diesem Tag. Ich habe mir aber gedacht, der Tag passt super in den Frühling und deswegen machen wir den heute. Und wir starten mit der ersten Aufgabe und zwar ist das Rose, die schönste Liebesgeschichte. Und ich bin schon sehr gespannt, was Susi da ausgesucht hat. Oh mein Gott, wo gucke ich hin? Ich werde einfach immer in die Kamera gucken, wenn ich euch die Bücher zeige, auch wenn das jetzt meinem Gegenüber ein bisschen unhöflich ist. Aber da schaue ich euch an, bevor ich jetzt darüber gucke. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Ich habe mich bei der ersten Frage für dieses Buch hier entschieden. Rock My Dreams von Jamie Shaw. Ich habe das Buch letztes Jahr im Sommer gelesen und es war einfach eine so, so wunderschöne Liebesgeschichte. Ich will nicht immer die gleichen Bücher an dieser Stelle in die Kamera halten, denn eigentlich hätte ich auch Stay With Me zeigen können von Jaylin oder noch 50 andere Bücher, aber auf jeden Fall eine richtig, richtig tolle Liebesgeschichte ist Rock My Dreams von Jamie Shaw. Das ist der vierte und letzte Teil der Mayhem-Reihe und ja, es war mein absoluter Lieblingsteil. Also man kann die Bücher auch unabhängig voneinander lesen. Man muss jetzt nicht die vorherigen unbedingt gelesen haben für dieses Buch. Es empfiehlt sich natürlich immer, damit man die Charaktere und diese Nebenhandlung, die da immer noch stattfindet, verstehen kann. Aber man muss es jetzt nicht zwingend gelesen haben. Und ja, ich kann nur sagen, Rock My Dreams ist eine so, so tolle Geschichte und ich liebe, liebe, liebe sie. In diesem Buch geht es um Hayley und Hayley möchte Tierärztin werden und wohnt bei ihrer Cousine. Und ihre Cousine ist die Ex-Freundin des Schlagzeugers von der Band. Und ja, Mike möchte eigentlich seine Ex-Freundin die ganze Zeit nur zurückhaben und stellt dann aber fest, dass irgendwie sie nicht mehr die Frau ist, die er eigentlich haben will und hat dann ein Auge auf Hayley geworfen. Und was dann halt mit den beiden alles passiert, das ist so das Große, worum es in diesem Buch geht. Und das war einfach so, so toll erzählt, denn die beiden Charaktere hier sind so tolle Menschen und so bodenständige Menschen. Und ja, ich kann euch Rock My Dreams wirklich nur empfehlen. Schaut es euch an, lest es. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich liebe, liebe, liebe sie. So gut, so, so gut. Rock My Dreams ist eine so tolle Geschichte. Ich habe sie selber auch gelesen. So, so toll. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Da sie aber nicht um meine Meinung geht, machen wir mit zweitens gleich weiter. Und da muss ich mal ganz kurz abspicken. Und zwar zweitens lautet Vergiss mal nicht. Ein Buch oder eine Reihe, die man einfach nicht vergessen kann und sehr oft gelesen hat. Die zweite Frage, finde ich, ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage, weil man hier auch verschiedene Bücher hochhalten kann. Also ich hätte mich jetzt auch hier für den Klassiker entscheiden können und hätte euch hier Twilight in die Kamera halten können oder Göttlich von Josephine Angelini. Aber hier gibt es so viele Bücher, aber ich habe mich für mein absolutes Lieblingsbuch entschieden, was das betrifft. Und zwar ist das Rock Kiss, Ich berausche mich an dir von Nalini Singh. Das ist der zweite Teil der Rock Kiss-Reihe und dieses Buch. Es ist so gut. Es ist einfach so lustig. Die erste Szene schon, wo sie ihren neuen Chef mit dem Tacker attackiert. Ich habe damals Tränen gelacht und das ist einfach eine so, so tolle Geschichte und sie ist so herzzerreißend und so wunderschön. Ich glaube, ich habe das Buch inzwischen schon 3 oder 4 Mal gelesen. Es ist einfach ganz, ganz toll und falls ihr euch jetzt wundert, warum ich das Buch dann nicht 3 oder 4 Mal in die Kamera halte, wenn ich so Bücher rereade, dann mache ich das meistens so für mich und erkennt das Buch ja schon. Es sei denn, ich lese es vielleicht nochmal mit jemandem zusammen oder in einer Challenge oder so, dann würde ich euch das nochmal zeigen. Aber ja, so habe ich das Buch halt so für mich halt noch ein paar Mal gelesen und ich liebe die Geschichte, ich liebe Charlotte und Gabriel und die beiden sind einfach so toll und ich mag auch den zweiten und den vierten Teil von der Reihe total gerne. Den ersten mag ich überhaupt nicht. Der erste Teil ist überhaupt nicht mein Fall, aber der zweite, dritte und vierte Teil ist einfach so gut und wie gesagt, der zweite ist mein Lieblingsteil, der dritte und der vierte Teil, den mag ich auch sehr und ja, ich kann euch Rock Kiss, ich berausche mich an dir, wirklich nur empfehlen. Es ist eine so, 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 so tolle Geschichte und ich liebe, liebe, liebe sie und kann sie deswegen immer wieder lesen und ich werde sie bestimmt auch noch 150.000 Mal in meinem Leben lesen und ja,
lest es. Es ist so gut und es ist einfach so toll und ja, ich liebe es. Danke für die Vorstellung dieser wundervollen Reihe. Ich kenne diese Reihe persönlich auch und ich finde sie ganz, ganz toll. Ich liebe diese Reihe, aber wie bereits gesagt, es geht hier nicht um meine Meinung. Deswegen machen wir gleich weiter mit drittens. Und zwar ist das Orchidee, eines der schönsten Cover. Und ich sehe schon die Cover und ich muss sagen, dass es auch mein persönlicher Favorit ist. Gut zu wissen, was es auch dein Lieblingscover ist. Es sind eigentlich zwei Bücher, aber die gehören halt zusammen und jeder, der diese Bücher kennt, es ist, wartet, ich versuche sie mal zusammen zu hochhalten, dass ich sie euch zusammen hochhalten kann. Und zwar sind es diese beiden Bücher, Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt, von C.L. Wilson. Ich finde diese beiden Cover einfach wunderschön und ich finde auch die Cover von den neuen Büchern, die dieses Jahr rauskommen, Die Wellen singen, wenn der Sturm tobt, die kommen ja beide im September raus und da freue ich mich schon so unglaublich. Und auch die Cover sind diesen sehr ähnlich und auch die finde ich wunderschön. Und das Coole ist, wenn man das halt auch so im Regal stehen hat, dann ergibt das halt auch so ein Gesicht und das finde ich auch richtig toll und richtig cool. Und ja, deswegen, meine Lieblingscover sind Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt von C.L. Wilson. Auf die Antwort der vierten Frage bin ich schon sehr gespannt. Sonnenblume, ein Buch, das dich richtig in Sommerstimmung versetzt. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Susi, was versetzt dich denn in richtige Sommerstimmung? Puh, ja, ein Buch, was mich in Sommerstimmung versetzt, das ist wirklich eine richtig, richtig schwere Aufgabe gewesen. Und ich habe da auch lange überlegt, wirklich, welches Buch mich so in Sommerstimmung versetzen könnte. Und ich habe mich dann entschieden für The Real Thing von Samantha Young, Länger als eine Nacht. Das ist der erste Teil der Hartwell Love Stories. Und die Geschichten spielen in Hartwell und Hartwell ist so eine kleine Touristenstadt direkt am Meer mit einer großen Promenade und vielen Geschäften. Und ich habe einfach das Feeling, was ich hier beim Lesen hatte, geliebt. Ich habe diese kleine Küstenstadt geliebt. Ich fand diese Promenade ganz toll. Ich fand die Charaktere so toll und ja, dieses Buch versetzt mich definitiv in Sommerstimmung. Ich verbinde Sommerstimmung auch immer so ein bisschen mit Urlaub und Meer und Sonne und Strand. Und ja, das hat dieses Buch alles. Und deswegen habe ich mich hier für The Real Thing von Samantha Young entschieden. Und ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen. Es ist richtig, richtig gut. Und der Typ in dem Buch, unser Cooper hier, sieht aus wie Gerard Butler. Und ich meine, hallo, Gerard Butler. Ich meine, der Mann ist jetzt inzwischen schon über 50, glaube ich, oder an die 50. Aber so wie er früher aussah, so zu seinen besten Zeiten, holla, die Waldfee. Richtig, richtig gut und ja, ich liebe das Buch und das versetzt mich definitiv in Sommerstimmung. Die Bücher von Samantha Young sind einfach wunderschön und die versetzen auch mich immer in eine ganz, ganz tolle Stimmung. Die hat aber nichts mit dem Sommer zu tun. Aber das lassen wir jetzt mal an dieser Stelle. Kommen wir zu fünftens. Gänseblümchen, ein Gute-Laune-Buch. Ach, Gute-Laune-Bücher, ich liebe Gute-Laune-Bücher. Susi, was ist denn dein Gute-Laune-Buch? Auch das fand ich sehr, sehr schwierig, denn so viele Gute-Laune-Bücher habe ich eigentlich gar nicht. Ich lese ja hauptsächlich nur Adult- und Jugend-Fantasy-Geschichten und Urban-Fantasy. Da sind jetzt nicht so viele lustige Bücher da dabei, dass man sagt, oh, davon kriegt man sofort gute Laune und man kann anfangen zu lachen. Aber ich habe mir jetzt ein Buch rausgesucht, was ich super lustig fand, was ich richtig, richtig cool fand und wo ich definitiv gute Laune kriege. Und zwar ist das Untot, Lauf, solange du noch kannst von Kirsty MacKay. Es ist jetzt wahrscheinlich, viele von euch werden es wahrscheinlich sagen, hä, eine Zombie-Geschichte, wie kann das ein Gute-Laune-Buch sein? Aber dieses Buch ist einfach so witzig geschrieben. Und wenn man richtig, richtig schlechte Laune hat, sollte man sich dieses Buch einfach nehmen und durchlesen. Und diese Art und Weise, wie dieses Buch geschrieben ist, ist einfach so toll und so witzig. Und ich kriege da definitiv gute Laune, auch wenn es eine Geschichte mit einer Zombie-Apokalypse ist. Ich finde das Buch ganz, ganz toll und richtig gut. Es geht in diesem Buch um Bobby und Bobby kommt von einem Skiausflug zurück und sie machen an so einer Raststätte Pause. Und sie hat aber keine Lust auszusteigen wie ihre ganzen anderen Schüler und bleibt mit ein paar einzelnen Schülern zurück im Bus. Und auf einmal bricht das Chaos auf und alle Schüler rennen davon und sind total durcheinander. Und ja, es stellt sich dann halt heraus, dass eine Zombie-Seuche ausgebrochen ist und alle sich in Zombies verwandelt haben. Und Bobby muss dann mit ein paar übrig gebliebenen Schulkameraden versuchen, in dieser verrückten neuen Welt irgendwie klarzukommen. Und wie gesagt, Kirsty MacKay hat das auf eine so tolle, lustige Art erzählt, dass ich hier immer gute Laune kriege. Und ja, ich kann euch Untot, Lauf, solange du noch kannst, definitiv nur empfehlen. Ich weiß ja nicht, ob Zombie-Bücher für mich gute Laune-Bücher wären, aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ja, vielleicht schaue ich mir dieses Buch auch einmal an. Machen wir weiter mit der nächsten Aufgabe und die lautet Stiefmütterchen. Ein Schurke oder ein Bösewicht, den man einfach lieben muss. Ich
Ich weiß ja nicht, ob man Bösewichte lieben kann, aber wir werden sehen. Ich habe mich entschieden für Seth von der Dämonentochter und ich sehe gerade, irgendwie haut mein Licht gerade ab, aber ich gucke mal, dass ich das irgendwie wieder ein bisschen ausgleichen kann. Ja, ich habe mich für Seth entschieden und Seth ist in den ersten Teilen eigentlich kein Bösewicht. Das kommt dann aber im weiteren Verlauf der Geschichte heraus, dass er mit den Bösen zusammen quasi einen Plan ausgeheckt hat, um alle anderen zu vernichten. Und er kann aber eigentlich nichts dafür. Und er ist eigentlich im Grunde genommen, er ist eigentlich ein Arschloch. Sagen wir es einfach mal so. Er ist eigentlich ein Arschloch, aber er ist im Grunde genommen eigentlich kein schlechter Kerl. Er ist halt quasi vom rechten Weg abgekommen, wenn man das so sagen möchte. Und ja, muss dann auch seine Konsequenzen daraus dann tragen. Und ja, ich mag Seth einfach und ich finde ihn als Charakter ganz, ganz toll und ganz, ganz interessant. Und deswegen ist er definitiv hier mein Lieblingsbösewicht. Ich habe auch überlegt, so ein anderer Bösewicht, den ich eigentlich mag, den ich gut finde, ist mir auch so gar nicht eingefallen. Also es gibt keinen anderen Bösewicht, für den ich irgendwie Sympathien hege oder wo ich sage, den finde ich gut. Nee. Definitiv nicht, deswegen habe ich mich hier für Seth entschieden von der Dämonentochter und ja, ich finde ihn ganz, ganz toll und Seth ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Charakter. Ach ja, Seth ist wirklich toll, er ist einfach ganz, ganz toll und ich hatte schon ganz vergessen, dass er in der Dämonentochter-Reihe ja eigentlich der Böse ist. Das entfällt mir immer so schnell, ne? Er ist mir einfach so super sympathisch. Naja, machen wir weiter mit der nächsten Aufgabe. Siebtens, Löwenzahn. Ein Buch oder eine Serie, die sehr gehypt ist. Oh, da fallen mir schon ein paar ein und Susi, für was für ein Buch hast du dich denn entschieden? Bei der siebten Aufgabe konnte ich mich aktuell ja eigentlich nur für ein Buch entscheiden und zwar aktuell gehypt ist ja richtig, richtig doll. Das Reich der Sieben Höfe, Sterne und Schwerter und ich kann diesem Hype nur zustimmen. Ich verstehe den Hype, ich hype dieses Buch auch mit und es ist einfach eine so, so tolle Geschichte und ich liebe die Charaktere in dieser Reihe einfach und Sarah J. Maas hat hier einfach eine wundervolle Geschichte geschrieben und ja, deswegen habe ich mich hier bei siebtens für dieses Buch entschieden und ich verstehe den Hype, ich bin da voll und ganz da dabei und ja, es ist einfach eine richtig, richtig gute Geschichte. Da kann ich dir nur voll und ganz zustimmen, Susi, eine wundervolle Reihe und dieser letzte Teil, er war so toll, er war so wundervoll. Ach ja, ich bin so ein bisschen traurig, dass die Geschichte jetzt von den beiden vorbei ist, aber es kommen ja noch weitere Teile, es kommt ja noch so eine Spin-off-Reihe. Da können wir uns ja noch drauf freuen. Ja, machen wir weiter mit der nächsten Aufgabe und zwar achtens, Tulpen. Beste Freundschaft zwischen Neben- und Hauptcharakter. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, was Susi da sich rausgesucht hat. Das ist ja wieder so eine typische Harry Potter Frage, ne? Also da kommen bestimmt bei vielen wieder die Harry Potter Bücher raus, weil die Freundschaft zwischen Harry, Ron und Hermine ja einfach wirklich sehr besonders ist. Aber ich bin gespannt, ob Susi auch Harry Potter genommen hat oder doch irgendwie sich was anderes ausgesucht hat. Nein, ich habe mich hier nicht für den Harry Potter Klassiker entschieden. Wie ihr wisst, ich habe die Harry Potter Bücher gelesen. Ich bin jetzt aber nicht so unbedingt der große Potterhead. Also ich fand die Geschichte gut, sie hat mich gut unterhalten, aber ich werde nie so ein monströser Harry Potter-Fan sein. Deswegen habe ich mich auch hier nicht für Harry Potter entschieden, obwohl ich wirklich sagen muss, dass das so immer die Standardkonstellation ist. Bei ganz, ganz vielen, wenn man irgendwelche Tags sieht und es geht um Freundschaft, kommt immer Harry Potter, Hermine und Ron. Und ja, finde ich jetzt nicht schlimm, aber es ist halt immer so diese Standardantwort. Deswegen, bei mir kommt kein Harry Potter, sondern ich habe mich entschieden für die Freundschaft zwischen Josie und Alex oder halt auch Josie und Deacon. Ich kann mich zwischen diesen beiden Freundschaften nicht entscheiden, aber sie sind beide aus diesem Buch. Und ich muss sagen, ich finde Josie als Protagonistin in dieser Reihe einfach ganz, ganz toll. Ich liebe sie. Ich liebe ihre tollpatschige, natürliche, menschliche Art, obwohl sie eigentlich eine Halbgöttin ist. Und ja, Alex ist halt einfach so Kick-Ass und Alex ist einfach eine so tolle, ein so toller Charakter und sie steht Josie wirklich die ganze Zeit bei, genauso wie Deacon. Deacon ist auch einfach ein so cooler Charakter. Deacon ist quasi der Schwager von Alex und Deacon hat so eine ganz natürliche, sympathische Art an sich. Also man muss ihn einfach mögen. Und er und Josie sind halt auch ein super Gespann und er beschützt sie und sie beschützt ihn. Und das ist auch einfach eine ganz, ganz tolle Freundschaft. Und ja, deswegen habe ich mich auf jeden Fall für dieses Buch entschieden. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich jetzt die Freundschaft zwischen Josie und Alex cooler finde oder zwischen Josie und Deacon. Auf jeden Fall finde ich die Freundschaften hier in dieser Reihe generell zwischen Hauptcharakter und Nebencharakter ganz, ganz toll und ich mag die Charaktere einfach sehr und sie sind mir alle so sympathisch und ich liebe die Charaktere einfach, deswegen habe ich mich hier für Erwachen des Lichts entschieden von Jennifer Armentrout.
und nicht Harry Potter. Bei der 9. Aufgabe gehen wir noch mal ein bisschen zurück in den Winter. Und zwar ist das der Mistelzweig. Eine winterliche Geschichte. Oh, winterliche Geschichten. Da würde mir so auf Anhieb so gar nichts einfallen. Ich bin mal gespannt, was Susi sich ausgesucht hat. Oha, die Sonne kommt zurück. Jetzt werde ich wieder total gelb. Ja, eine winterliche Geschichte. Ich habe lange überlegt, was für ein Buch ich da nehmen könnte. Und habe mich entschieden für dieses Schätzchen hier. Das Lied der Krähen von Leyva Dugo. Diese Geschichte spielt zu Beginn der Geschichte jetzt nicht direkt im Winter. Aber im weiteren Verlauf in der Geschichte kommen sie nach, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, wie das hieß, nach Fjärda. Und Fjärda ist eine Welt komplett in Schnee und Eis. Und ja, deswegen habe ich mich hier für das Lied der Krähen entschieden, denn ich liebe dieses Buch. Dieses Buch ist so toll, die Charaktere sind so toll. Und man hätte dieses Buch auch rein theoretisch bei der letzten Frage nehmen können mit den Freundschaften. Aber da wir hier nicht hundertprozentig einen Hauptcharakter haben, sondern mehrere Hauptcharaktere haben, meiner Meinung nach, ist das ja dann nicht die Freundschaft zwischen Haupt- und Nebencharakter. Und außerdem brauchte ich das Buch jetzt bei der Frage. Deswegen, ja, das Lied der Krähen von Leyva Dugo ist einfach richtig, richtig gut. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Der kommt im September raus und der heißt dann Das Gold der Krähen. Und ich bin schon so gespannt auf die Geschichte. Und ja, jeder, der das Lied der Krähen noch nicht kennt, sollte es sich auf jeden Fall angucken. Dieses Buch spielt in der Welt von Grisha auch wieder. Also wer Grisha von euch kennt, von Leyva Dugo, in dieser Welt spielt das Ganze auch. Und es geht hier um 6 verschiedene Menschen, die auf einer gemeinsamen Mission irgendwie zusammenhalten müssen, weil sie irgendwie gezwungen sind, weil sie das gleiche Ziel haben. Und es ist einfach ganz, ganz toll, was passiert und wie diese 6 Leute sich zusammenraufen und das gemeinsame Ziel verfolgen. Und ja, ich mag die Geschichte einfach sehr und kann sie euch wirklich nur empfehlen. Schaut sie euch an und es ist einfach eine so, so gute Geschichte. Ich liebe, liebe, liebe sie. Das Buch klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ja, der Buchschnitt gefällt mir richtig gut. Dieses Schwarz, ne? Also ist schon richtig cool. Also, ja, mag ich sehr. Vielleicht soll ich mir das Buch auch mal anschauen. Und damit wären wir dann auch schon bei der letzten Aufgabe für diesen Tag. Und zwar lautet die Apfelblüte. Deine Lieblingsmärchen-Nacherzählung. Also eine Märchenadaption. Oh, da gibt es ein paar, aber ich bin gespannt, was Susi sich rausgesucht hat. Bei der letzten Aufgabe mit den Märchenadaptionen habe ich mich für meine absolute Lieblingsmärchenadaption entschieden. Und zwar Wie Monde so silbern von Marissa Meyer. Wie man hier sehen kann, ist ein Schuh vorne drauf. Und dieser Schuh ist stellvertretend für Cinderella. Und der erste Teil dieser Reihe beschäftigt sich mit dem Märchen von Cinderella. Und man erkennt diese Geschichte so toll in dieser Adaption. Und der zweite Teil ist dann Rotkäppchen, der dritte ist Rapunzel und der vierte ist Schneewittchen. Und ich finde, man erkennt jedes einzelne Märchen in jedem Buch wieder. Und es ist einfach so richtig toll, denn die Geschichte spielt in der Zukunft und ist eigentlich Science Fiction. Und dann mit diesen Märchen zusammen, das hat die Autorin einfach so toll kreativ auch umgesetzt. Ich liebe diese Reihe sehr und ich glaube, nächstes Jahr werde ich einige Bücher rereaden. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr noch, aber ich bezweifle es. Aber nächstes Jahr möchte ich auf jeden Fall versuchen, einige Bücher zu rereaden. Und da werden die Luna-Chroniken definitiv dabei sein. Im Prinzip geht es in dieser Reihe um Cinder. Und Cinder ist ein Waisenmädchen und ein Cyborg. Das heißt, sie hat teilweise mechanische Teile an sich. Und Cinder versucht einfach nur irgendwie mit ihrem Leben zurechtzukommen. Und sie ist halt mechanisch begabt. Das heißt, sie kann viele Dinge reparieren und wieder ganz machen. Und hat da auch einen kleinen Marktstand in ihrer Stadt, wo sie wohnt. Und eines Tages kommt der Prinz des Landes an ihrem Marktstand und sie soll für ihn einen Roboter reparieren. Und damit geht die ganze Geschichte und der ganze Schlamassel rund um Cinder eigentlich los. Und diese Geschichte hält so viel mehr bereit, als man auf den ersten Blick vielleicht denkt. Und es ist einfach so toll. Und ich liebe dieses Science-Fiction-Setting und ich liebe die Charaktere und ich liebe die Geschichten. Und kann ich die Luna-Chronik, was das betrifft, wirklich empfehlen. Es ist eine ganz, ganz tolle Reihe und ich liebe, liebe, liebe sie. Liebe, das klingt ganz, ganz toll. Ich muss sagen, eine Märchenadaption mit Science-Fiction habe ich so auch noch nirgendwo anders gesehen und gelesen und vielleicht sollte ich sie mir auch einmal anschauen und wie hießen sie noch gleich? Die Luna-Chroniken waren das. Luna, wie der Mond. Luna. Ja, genau. Ach, die Luna-Chroniken. Vielleicht sollte ich mir das gleich am besten irgendwo notieren, bevor ich es wieder vergesse. Und das war es dann auch schon von unserer Stelle aus. Ich denke, ich spreche jetzt für uns beide, wenn ich sage, ich hoffe, euch hat der Tag gefallen und wenn euch dieses Interview Spaß gemacht hat, dann sagt Bescheid, dann komme ich demnächst mal wieder vorbei und stelle Susi noch mal ein paar andere Fragen von dem Tag vielleicht auch. Und ja, ansonsten würde ich das gerne mit den Worten von Susi beenden. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche
wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.